Ey, ganz ehrlich, ich will eine normale Folge aufnehmen und es fängt jetzt schon wieder an, von vorne bis hinten zu bären. Wirklich. Die Luigi Circuit schon wieder. Ganz ehrlich, in der heutigen Aufnahmesession hatte ich die schon genug. Ich weiß, es hört sich immer komisch an, wenn ich so folgenübergreifend von denselben Sachen rede, aber ja. Deswegen ist es empfohlen, alle Folgen anzugucken. Als ob der direkt den roten raushängen lässt und ja. Ja, moin. Gut, willkommen zum weiteren Part von Mario Kart Wii. Das war schon mal eine schöne Ansage für den heutigen Tag. Meine Güte. Ja, ich fange mit Baby Mario. Ich hoffe, mit seinem Handling werde ich zum Sieg springen. Tue ich nicht. Springen vor allem, fahren. Ja, ciao. Warte, nee, ist es blöd, weil die hat einen roten. Der geht jetzt wahrscheinlich an mich und natürlich habe. Oh, okay, egal. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Devs, kein Dev, aber ja. Der rote ist eh dumm. Nochmal dumm. Komm, noch ein roter oder so, jetzt auf der Geraden. Ja, wär jetzt nichts Verkehrtes, oder? So ein roter auf der Gerade. Und warum bekomme ich eigentlich nur einen losen Pilz? Ich wette, ich kriege jetzt einen königlichen oder irgendwie so einen Kack und ja, ein Stern geht auch. Super. Da vorne hat er eine Wolke bekommen. Ja, bestimmt. Ich krieg zweimal einen fucking Tintenfisch mittlerweile und alles, aber die anderen haben alle das Glück, uns Speed-Items zu kriegen, oder was? Komm, krieg jetzt mal was Vernünftiges, danke! Nein, ich werde nur Vierter, glaube ich. Ich werde nur Vierter, oder ja, verdammt. Und die Daisy ist Erste geworden? Die war die ganze Zeit Letzte! Ja, und minus 10 krieg ich sogar noch. Ah, die sind wieder alle auf meinem Niveau, verdammt. Ich dachte, die wären jetzt ein bisschen besser, aber nee, gut. Das heißt, ich muss heute wieder liefern, perfekt. Okay, zuerst Luigi's Piste und jetzt Kumo weiter. Lass danach Mushroom Gorge wählen und wir machen einfach den kompletten Pilzcup durch. Let's go. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich wähle als nächstes Mushroom Gorge. Auch wenn ich die Strecke eigentlich nicht mag und... Ich habe gerade A losgelassen, kurz vorm Start. Ich spiele hier nicht Mario Kart Tour, verflucht. Weil da mache ich das immer, weil ich am Anfang immer zu viel auflade auch. Och man, ja gut, von mir aus. Passiert, kann passieren. Besser als jetzt irgendwie im Fehlstart einen kompletten hinzulegen. War zwar auch einer, aber nicht so ein kranker, wie wenn der jetzt überladen ist. Somit passt das. So, habe ich den Kerl... Ne, der mit der Wolke ist noch immer hinter mir. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Da ist er. So, dann gehe ich gleich noch meine mit, damit er mir ja nicht mehr auf die Nerven geht. Vor allem, das ist eh geil. Das war vorher in der vorherigen Strecke auch so. Komplett abgefuckt worden, die Daisy. Und dann auf einmal war die wieder da. Und ist Erster geworden. Der ist ins Gras gefahren. Ach, nice. Ja, super war jetzt. Oh, ja, bestimmt. Dass ich noch Zweiter bin, ist aber auch ein Wunder. Ey, was machen die da hinten? Chillen die oder? I don't know. Ja, und ich glaube, der Erste ist out of nowhere. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den noch bekomme. Achso, okay. So geht's natürlich auch. Wait, schießt ihm noch einen roten hinterher. Und er kriegt jetzt bitte noch einen Treffer. Das passt. Und jetzt bitte keinen weiteren blauen mehr. Ich hätte die Itembox sogar noch als Zweiter bekommen. Deswegen habe ich jetzt einen Dreierpick-Roten. So geil. Ich glaube, das ist der lange hinfällige erste Platz. Okay, nee, ich freue mich noch nicht zu früh. Nein! Nein, nein, nein! Ah! Fuck! Ich könnte mich so aufregen. Es ist wirklich wieder die Daisy Erste geworden. Als ob ich es nicht gecallt hätte. Das gibt's doch nicht. Ja, perfekt, Leute. Perfekt. Das habe ich jetzt noch gebraucht. Das habe ich jetzt wirklich noch gebraucht. Dass jetzt diese Strecke kommt. Es ist sowas von einfach nicht mehr ernst zu nehmen heute. Wirklich. Ich pack's nicht mehr. Ja, genau. Rahm mich von mir aus. Ey, ich rahm auch gleich zurück. Oh, meine Hand tut mir jetzt auch noch weh. Eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht so ausrasten, aber I don't know, das habe ich gerade richtig gefrustet. Das war eigentlich ein fixer Erster mit dem Glück von Items, das ich gerade hatte. Aber nee, ich muss natürlich gegen diese Scheißwand noch knallen am Schluss. Ich weiß nicht, ich bin heute verflucht. Also irgendwas meint das heute nicht gut mit mir. Und wenn jetzt nochmal die Daisy Erster wird, ich schwöre. Das ist aber echt vorbei. Das ist heute echt wirklich vorbei.
Da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich die letzten zwei Strecken entweder einfach nicht kommentiere, also einfach nur ablaufen lasse, also spiele, oder ich gleich direkt nach drei Strecken heute die Folge wieder beende. Das ist zwar schon länger her, wo wir das hatten, also vor der 50. Folge immer, aber ja, trotzdem. Heute mag mich das Spiel überhaupt nicht. So, passt. Ja, Saufey und ey, komm. Ich frage mich eigentlich, wie das bei ihm aussieht. Werde ich da einfach auch nur weggerammt oder wird er gar nicht berührt? Ich weiß es nicht. Als ob der runtergefahren ist. Ist der echt? Der ist runtergefahren. Der ist echt runtergefahren. Okay, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, dass er das macht. Ja, von mir aus, okay. Das war dumm gerade. Ja, und das ist noch dümmer. Komm, gönn mir ganz schnell einen Stern. Leider nicht. Ja, super, wow. Gut, damit hat sich der zweite auch schon erledigt. Werd ganz schnell groß, bitte. Mach mir einfach die Gefallen und werd so schnell wie möglich groß. Ja, als mich letzter. Ja, eine Wolke ist hier zu fünft leider absolut das Todesurteil. Jetzt fangen wir in das Blitzstäbchen rein. Blitzstäbchen, Wolke, kommt noch irgendwas heute, also so, dass der Blaue jetzt auf den letzten geht. Ihr wisst schon, ich kriege jetzt einen Blauen so als Letzter und auf einmal dreht er einfach instant um und rammt mich. Wäre nice, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ey, als ob. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Hä, warum ich... Oh, lol, ist der runtergefallen? Weil diesmal wurde nicht ich weggerammt, sondern er komischerweise. Ey, als ob. Ey, ich hasse es mittlerweile. Ich hasse es echt mittlerweile. Stern, bitte. Ja, da ist der Blaue. Geil, ich hab mich die Bombe nicht mal erwischt. Wobei, eigentlich hätte ich mich jetzt... Nee, Blödsinn, weil da wäre die Wolke trotzdem da. Ja, jetzt irgendwie den vierten halt, ne? Okay, der fährt auch in das Blitzstäbchen rein. Ja, kann ich noch irgendwas ausrichten, ne? Maximal mit Glück bei... Oh, oh, Bombe, Bombe, Bombe. Großer Bogen rum. Jetzt fährt die... Nein, jetzt ist die Daisy auch runtergefahren am Schluss nochmal. Schade, da wäre jetzt fast noch der dritte drin gewesen. Ne? Ja gut, aber immerhin nicht letzter. Weil das wäre wirklich das Sahnehäubchen gewesen. Ne? Stimmt, der Maple Treeway. Auf den bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich ihn heute mal wähle. Aber egal, es hat wer andere ihn gewählt und ich bin dankbar dafür. Also der ist jetzt mein Freund. Mhm. Solange er mich zumindest in Ruhe lässt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ganz ehrlich, da werden noch keine Namen angezeigt. Da wird immer nur die Strecke angezeigt. Okay, ist sowieso immer schon so gewesen. Ne? Damit man ja keine Feindschaften aufbaut, ihr kennt es ja. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine Strecke will, die wer anderer hasst. Wobei, nee, Feindschaften sind in Mario Kart sowieso normal. Das kann Nintendo schon immer gut. Mario Party, Mario Kart, was auch immer. Feindschaften sind immer garantiert bei solchen Spielen. Weiß auch nicht, wie Nintendo das macht, aber... Es würde mich interessieren, ob die Entwickler überhaupt noch Freunde sind oder so, also die das herstellen. Oder ob die alle da in ihrem Büro sitzen und sich alle nicht leiden können, weil die beim Testen, ne, auch sich jedes Mal gegenseitig abfucken. Ne? Nee, es wird schon nicht sein. Ist ja alles nur Spaß, Leute, ihr wisst es ja. Ich meine, Ragen hier in solchen Spielen ist normal, aber macht trotzdem immer Bock, sich aufzuregen. Ne? Einfach mal seine Grenzen austesten, wer kennt's nicht. So, bitte erwisch ihn. Ah, schade. Schade. Wobei, ich habe ihn erwischt. Stimmt, mein Baby Mario hat gejubelt. Der wurde nochmal erwischt. So, dann habe ich nur mal die zwei da vorne. Jetzt ist die Daisy wieder so. Oh mein Gott! Hat man jetzt das gesagt? Die dritte oder vierte heute schon mittlerweile. Ich zähle da gar nicht mehr mit. Ich bleibe einfach ruhig, freue mich drauf und ja. Also freue mich natürlich darauf, dass ich klein bin. Ich werde sogar Zweiter, verflucht. Ja, die kriegen drei Big Roten noch hinterher. Jetzt bin ich Letzter. Jedes Mal durch die Wolke. Ich weiß nicht, aber die Wolke, die frustet jedes Mal. So. Ich will meinen Zweiten wieder zurückhaben. Ich glaube, ich werde in der letzten Runde diese Baumstümpfe, die ich jetzt gerade zum Springen verwendet habe, nicht verwenden, weil ich glaube, die halten größtenteils sogar nur auf. Also die sind gar kein, ich sag mal, so guter Sprungboost. Ja, wenn man da unten eben mit dem Pilz oder so fahren kann, vor allem als nein!
will aber nicht letzter werden. Au! Alter, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Hier ist relativ viel Chaos. Da oben 90.000 Bananen. Ich krieg kein Item, echt jetzt. Ich wette, der schießt das jetzt nach hinten, dass er ja nicht letzter wird, oder? Ich hab's gewusst. Nein, doch kein Dreierpick grünen. Ja gut, ich bin wieder Vorletzter. Wird wieder Minus werden, aber ja, letzte Itembox hat mal wieder nicht gegönnt. Minus 23. Gut, eine Runde noch, hoffen wir auf das Beste. Och Mann, warum? Die Strecke, nein. Keinen Bock auf die. Ich habe schon wieder einen Fehlstart gemacht, glaube ich. Oh ne, diesmal nicht. Also ich habe eindeutig zu spät gedrückt gehabt, aber ja, okay. Vielleicht habe ich genau das erwischt, was ich gebraucht habe, wobei ich habe kurz wieder A losgelassen. Also es war so ein halb guter Start. Weiß gar nicht, hier merkt man das gar nicht so gut. Ob das jetzt ein guter oder schlechter Start war, also mir fällt das zumindest nie auf. Gut, der Heidos, du bist auch mal wieder vorne mit am Start. Hier ist ein Rotner, wobei er gut juckt den nicht. Ach, und da ist meine werte Daisy mal wieder. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich die Daisy für eine Zeit lang nicht mehr sehe. Also allgemein in Spielen. Deswegen, wenn die Aufnahmesession vorbei ist, dann habe ich erstmal Ruhe von der... Hä? Wo ist der hin? Ach, da vorne. Ich hatte gerade Angst, dass ich jetzt einen Disconnect habe. Weil der auf einmal verschwindet. Da kommt die Daisy, da kommt die Daisy. Die hat irgendwas Böses im Schild, ich sage es euch. Bei der Zeit noch nicht, okay. Ich halte sie auf Distanz. Auch hier, ich kann mich nie entscheiden, was der richtige Weg ist. Ob die Schanze wirklich was bringt. Einerseits schon, aber in der Luft ist er trotzdem ein bisschen langsamer. Was meint ihr? Ist die Schanze gut oder schlecht? Oder ist das irgendwie, ja, eigentlich egal. So, und die da hinten streiten sich jetzt um eine Wolke. Sie stritten sich um eine Wolke. Weil der darf den Maxi-Pilz verwenden, um die Wolke loszuwerden. Auch nicht schlecht. Stimmt, der Maxi-Pilz lässt halt die Wolke... Daisy! Fucking Daisy! Ich will meinen... Ah, Kugelwille will ich haben eigentlich. Ja, ins Maul. Vorher sind 7 Leute irgendwie angezeigt worden, jetzt sind wir doch wieder nur 5. Stimmt, ich wollte das nämlich vorher schon sagen, ich bin froh, dass wir endlich mehr als 5 Leute mal sind, aber irgendwie sind wir es doch nicht. Also, well yes und actually not, und kann ich bitte mal einen Pinguin hier nicht mitnehmen? Was macht der jetzt? Achso, okay, ja. Hätte sein können, dass er vielleicht zu abkürzen will, aber von mir aus. Und dann halt nicht. So, jetzt schnell durch, bevor die Pinguine wieder kommen. Meine liebsten Pinguine sind noch immer die im Penguin Club, den es nämlich nicht mehr gibt. Oh. Ja, ich werde wieder Vorletzter. So eine Love Story, ich und der vorletzte Platz, why not? Wobei, ich sollte mich noch nicht freuen. Okay, jetzt. Und die Daisy ist wieder am Ziel runtergeklatscht. Aber ich glaube, die macht das absichtlich. Ja, wieder minus 11. Na naja, Leute, heute wird's nichts mehr. Also, I don't know, aber... Strecken waren heute nicht so mein Fall, außer hier der Maple Trueway und die Leute auch nicht. Also, ich bin froh, dass die Aufnahmesession für mich heute vorbei ist. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.